Die Co-Story, yay! Wir haben hier eine Co-Strecke. Hier kommen sogar noch mehr Co-Strecken und noch mehr Bay-Strecken und fast nur Island-Strecken. Und okay, hier kommen viele Bay-Strecken. Okay, also tatsächlich ein bisschen vermixt. Aber hauptsächlich, wie immer, Coast. Island. Mann, Island. Das ist immer Island. Oh, es ist wieder eine von 30, die wir eben gerade gefahren haben. Die war ja wesentlich gut, ne? Ah, nee, gar nicht. Das war die. War das die Flughafenstrecke? War das die von Tracy? Nee, die war nicht so gut. Naja, Hauptsache, die ist nicht ja gerade. Und vielleicht ist das ja so sein Ding, ne? Gerade Strecken zu bauen. Immer geradeaus. Ach, scheiße, das ist eine Minus-Pfeil gewesen, also ein gegensetzter Pfeil. Oh Gott, ey. Ich denke jedes Mal, wenn ich gelbe Dinger sehe, dass das Beschleunigungsstreifen sind, die mich auch beschleunigen. Und deswegen nehme ich immer Gas weg, weil ich zu Angst habe, zu schnell zu fahren mit der Karre hier. Ansonsten, wenn die ja zu schnell ist, hast du ja 0% unter Kontrolle hier. Naja, wie GameStar immer damals gesagt hat, der Wagen lenkt sich kniffelig. Kniffelig. Trotzdem mag ich ihn so gut wie keiner. Weil wenn du weit weg bist, ja, United suchst, ne? Findest du, wenn du Strecken findest, die keine Stadium-Strecken sind, dann sind es mindestens immer Island-Strecken. Nie Coast-Strecken. Ich sage auch, wenn ich wer hier finde, dann lass mich Schweine mich nicht rein. Dann heißt es immer von wegen, du hast nicht genügend Punkte. Lass mich nur mitspielen. Ich will alte Strecken spielen. Bitte. Nein, du musst dafür für Punkte grinden. Ausgeschlossen. Ich werde ausgeschlossen. Oh nein, es ist wieder eine Strecke mit eigener Musik, die wir nicht hören. Danke, Herr Fun, vor No Musik. Was fürs Koop-Map? Erste Sprungchance, die ich verkacke wieder. Ich liebe es. Fahre ich jetzt echt zur Kacke oder muss ich irgendwo anders hinfahren? Oder? Ich glaube, ich war einfach echt zur Kacke. Du musst perfekt um die erste Kurve fahren. Kein Kilometer zu wenig darf sein. Komm, das war aber diesmal gut. Ja, ich sag's doch, kein Kilometer zu wenig darf es sein. This part of the mate is by Dries. Okay. Das ist wieder so eine Kollaboration. No, it's shock. Okay, danke. Der hat ja nicht viel gebaut von der Strecke. Don't jump too far. Na, Ficke. Nein, ich will nicht auf die roten Dinger. Nein. Stop. Oh, komm schon. Das ist dumm, ey. Meistens don't jump too far und packt dann noch Pfeile hin, die dich langsam machen. Komm, hier sind noch mehr Pfeile, die einen langsamer machen. Hallo? Reicht's hier langsam mit langsamer machen? Ich will schnell fahren und nicht hier rückwärts fahren. Oder schnell rückwärts fahren. Was? Das Problem ist, ich kann die nicht lesen, wer der scheiß fahrt, ey. Naja, ihr könnt es ja für mich lesen. Lies mal vor. Was steht denn da? Gott, kriegst du Drehwurm, ey. Echt immer dumm, wenn da eigene Musik drin ist, die nicht mehr existiert, ey. Dann ist einfach nur die ganze Zeit leise. Silent. Oh, yes. That was shocks. Okay, danke. Das ist der scheiß Minuspfeil, ey. Ich fahre einfach immer zu langsam. Ich sag ja, ich bin irgendwie super langsam, aber ich bin auch nicht wirklich super schnell. Ich bin immer irgendwie genau in der Mitte. Vielleicht liegt es am Controller, vielleicht sollte ich mal ums alle auf einen anderen Controller. Vielleicht geht's dann besser. Aber ich habe mich so an diesen scheiß Fick-Controller gewöhnt. An den fuck uralten Asbach-Logitech-Controller, den ich schon 20 Mal gegen die Wand geschmissen habe. Ist auch gut, wenn du dich aufregst, dann kannst du den scheiß Controller einfach immer wieder gegen die Wand schmeißen. Hä? Was bringt denn das Ding in der Mitte? Gar nichts. Das würde was bringen, wenn er da noch einen scheiß Halfpipe eingebaut hätte. Halfpipe, Sprungchance.
Dem komme ich nicht hin, keine Chance. Kann man gar nicht nochmal rückwärts fahren? Ist hier eigentlich irgendwas Rotes? Nee, ist nicht. Toll. Ja, ich würde sagen, offiziell mein Map verkackt, weil ich müsste jetzt wieder komplett von vorne starten. Ah, ich habe keine dumme Strecke. Nö, reicht nicht. Okay, probieren wir es noch einmal. Ich kotze nur bei der Strecke ab, weil wäre ich hier keine Musik haben. Nur daran liegt das, nur weil wir keine Musik haben. Guck mal, perfekt geflogen, aber das Perfekt, das war's. Jetzt mal. Man sieht ja, ich verliere so viel Geschwindigkeit, diese Scheißkurven, ne? Weil du die eigentlich theoretisch eben so nehmen musst. Also verlierst du nämlich keine Geschwindigkeit. Das ist ein John Jump zu fahren. Gerade so mit letzten Achenkrach geschafft. Oh Mann, fick dich doch. Aber jetzt kann die Strecke mich wirklich mal am Arsch lecken, ey. Ich hätte sie nochmal neu gestartet. Hätte sie Musik, hat sie aber nicht. Also, fuck you. Oh, Digga. Und ich nehme die gleiche Strecke nochmal. Die gleiche Strecke nochmal, die gleiche Strecke nochmal. Und los geht's. Nein. Scheiße, ey. MG, ja, wenigstens mal ein anderer Typ. Aber trotzdem, die Strecken sind irgendwie alle gleich gebaut, ne? An sich. Das sind alles immer diese typischen Geschwindigkeits-, du darfst keinen Fehler machen Strecken sind das. Das regt mich ja schon richtig auf, ey. Warum? Weil ich immer einen scheiß Fehler mache. Und dann bauen die wieder so eine Strecke, wo du halt die andere Kamera brauchst. Bin ich doof? Ja, fahren wir wieder zurück zum Start. Profi. Habe ich ja gerade noch den Scheißweg gefunden. Ich wollte ja in der Kamera. Ja, die Ausführung war gut, die Präzision war schlecht. Gerade der Anfang ist super Wind gebaut, ey. Oder vielleicht soll ich auch einmal die ganze Zeit dieser dummen Kameraperspektive fahren. Nein, ich fahre immer so, also fahre ich auch immer noch weiter so. Oh, wieder Kacke geflogen, ey. Mann, fick dich, dann nehme ich halt die andere Kamera, Mann. Fick mich am Arsch, ey. Du könntest ja wie schon auch mehr vom Bild sehen, ne? Die Kamera ist mir irgendwie tatsächlich schon fast ein bisschen zu tief. Gerade das Problem ist halt, wenn du jetzt so fährst. Genau hier. Genau, ich kann das nicht einschätzen, wo ich bin jetzt bin, ne, im Drehmodus. Deswegen brauchst du ja schon die Kamera. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Na rechts? Fragezeichen? Ja, dann. Okay. Siehst du auch nicht. Siehst du, das hättest du wieder mit der anderen Kamera gesehen, ne? Deswegen ist ja immer gut, dass sie in einigen Situationen halt die Kamera umschalten. Weil jede Kamera hat seine Vorteile. Wo muss ich jetzt hin? Geil. Genau durch eine Lücke. Oh, toll. Warum bauen die Strecken immer so scheiße? Guck mal, jetzt muss ich tatsächlich theoretisch so weit wieder zurückfahren, weil ich diese Dinger hier mitnehmen will. Nein, trotzdem, nee, ich muss neu starten. Darf ich da mal neu starten? Denn ich komme nicht so hier rüber. Ich habe auch nur einen Versuch dann jedes Mal. Ja, eil. Weil du musst genau dazwischen fliegen. Das geht doch nie im Leben hin, ey. Und die Strecke, die ich verkackt habe. Next, please. Oh, Digga. Ich schwöre, ohne die richtige Kamera schaffe ich das nie hier am Anfang, ey. Fahren doch ihre eigenen Pissstrecken selbst. Die müssen das doch merken, dass es doch besser ist mit einer anderen Kamera. Selbst wenn das nur so ein ganz kleines Stück hier ist. So, jetzt heißt es wieder nicht verkacken. Ich weiß ja jetzt, wo ich hinfahren muss. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Fehler mache.
Komm, ich muss nur meine Wut und Gewalt noch für Nivus wie Pro Street aufbewahren. Denn da verkacke ich irgendwie mutan auch am laufenden Band. Guck mal, eigentlich gut geflogen. Jetzt muss ich hier gucken, wo ich hinfliegen muss. Nein, das ist zum Kotzen ist das. Entweder du bist ganz spitz oder du musst so... Nee, das geht ja aber nicht. Du kannst nicht so spitz fliegen. Du musst so komisch fliegen, ey. Scheiße, ey, Mann. Die bauen sich aber auch eine Kacke zusammen, ey. Das Problem, ich will auch nicht stundenlang jetzt in irgendeiner einzigen Fuckstrecke hängen, ey. Ansonsten 20 Jahre später und ich bin immer noch bei der gleichen Strecke, ey. Die 1, 2, 3. Hey, das ist doch mein Name. Okay. Ich habe schon gesehen, das ist, glaube ich, eine geradeaus Haltestrecke. Also, ich habe schon gelenkt. Ja. Okay, ab wann soll ich lenken? Okay, ab da wahrscheinlich. Okay, wo muss Spruch gesagt werden? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich mal besser war. Trick me. Ja, vor 10 Jahren. Da war der Controller auch noch jünger. Fuck. Ich glaube, dass da rote Dinger sind, ey. Okay. Beeindruckend, beeindruckend. Jetzt habe ich die Strecke geschafft. Jede Strecke, die ich schaffe, ist gut.